So Leute, ich bin in Kiel und was heißt das, wenn ich oben an der Küste bin? Richtig, ich steige auf das Schiff auf und das zwar morgen, aber ich dachte, da ich einen relativ langen Anfahrtsweg habe, die Deutsche Bahn so zuverlässig ist und falls nur ein Zug Verspätung hätte, hätte ich schon Probleme, das Schiff zu erreichen, dachte ich mir, okay, fährst du einfach einen Tag eher und nimmst ein Hotel. Da bin ich gerade eben angekommen. Es ist klein und fein, reicht vollkommen. Ich brauche da keinen Luxus oder irgendwas. Erstmal direkt das Fenster anklappen geht nicht. Okay. Dann machen wir es halt komplett auf. Ja, der Tag war schon relativ lang. Ich bin heute früh um 7 aufgestanden, bin dann losgefahren mit dem Zug um 10. Ich musste natürlich noch ein bisschen was packen und so. Deswegen bin ich schon relativ zeitig aufgestanden. Losgefahren um 10, umgestiegen in Falkenberg, in Berlin, in Hamburg und jetzt bin ich in Kiel angekommen. Deutsche Bahn, wie immer. Ach, ich weiß nicht. Ich fahre absolut nicht gerne Zug. Also ich fahre tatsächlich nur Zug, weil ich muss. Mittel zum Zweck quasi. Und es war heute wieder so anstrengend. Man bekommt irgendwie oftmals nur Plätze irgendwie im Gang, wenn man jetzt mal. Ich kann reservieren, ich kann Platz reservieren, will ich aber nicht. So, trotzdem, man bekommt fast nur Plätze im Gang. Die Züge, alle vier, die ich heute hatte, einer ging, der erste ging gleich, der erste, aber alle anderen waren dreckig ohne Ende. Das war. Ein bisschen, also es fühlt sich an, als wenn man danach irgendwie eine komplette Dusche braucht nach diesen Zügen, weil man sich gleich mitschmutzig fühlt. Aber gut, jetzt bin ich erstmal im Hotel angekommen und ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Melanie. Ich bin Schiffscrew. Ich werde jetzt der Mein Schiff 6 beitreten, arbeite im Fototeam. Ich gucke gerade die ganze Zeit noch raus, weil ich zeige euch jetzt mal, wo ich hingucke. Das ist der Ausblick vom Hotel. Immerhin ein bisschen grün, zwar viele hohe Häuser, aber relativ ruhig. Genau, da gucke ich hin. Genau, ich arbeite auf der Mein Schiff. Bin mittlerweile auch auf jedem Schiff gewesen. Mein letzter Vertrag war auf der Mein Schiff 4. Das hat auch meine Schiffskollektion komplettiert. Und ja. Arbeit im Fototeam und morgen steige ich zu. Das war heute erstmal die Anreise. Ich zeige euch gleich mal das Zimmer und dann gehe ich noch raus. Weil ich muss noch ein paar Drogerieprodukte holen. Hier war nicht so weit weg, war noch ein Rossmann. Weil ich wollte die auch nicht mit dem Koffer mitnehmen. Deswegen hole ich die hier vor Ort. Essen. Ich habe Hunger. Ich habe verdammt viel Hunger. Das Einchecken in das Hotel war gerade auch so eine Meisterleistung. Das ist irgendwie so ein, eigentlich eher so geschnitten wie ein nicht Wohnhaus, wie ein Block mit verschiedenen Apartments quasi. Und die Rezeption unten stand unten an der Tür. Die ist heute krankheitsbedingt nicht besetzt. Und dann habe ich erstmal gesehen, dass ich eine E-Mail von dem Hotel bekommen habe mit dem Zugangscode. Das heißt, ich musste den Zugangscode unten an der Tür antippen. Und meine Zimmerkarte lag dann auch schon auf der Türklinke meines Zimmers. Also ein bisschen abenteuerlich. Aber jetzt bin ich da. Ich freue mich, ich gehe gleich raus. Und dann freue ich mich definitiv. Wow, ja. Ich freue mich definitiv auf eine Dusche. So, bis gleich. So, also das ist jetzt quasi das Zimmer. Es ist klein. Es hat einen Schrank. Ein Bett. Den Schreibtisch, hier noch die Kofferablage. Das ist mein Gepäck. Eins, zwei. Mehr habe ich diesmal nicht. Normalerweise habe ich eigentlich immer noch meinen Kamerarucksack. Aber der Kamerarucksack ist aufgrund dessen, dass ich mal gedacht habe, okay, heute diesmal ziehe ich es mal durch und nehme nicht so viele private Klamotten mit, weil die ziehe ich eh nie alle an. Ist mein Kamerarucksack nämlich hier drin, der sitzt zu. Und habe dann dementsprechend ein Gepäckstück weniger. Und aufgrund dessen, dass ich auch das Duschzeug, was ich sonst normalerweise mitnehme, also Tipp für neue Crew, falls ihr das erste Mal anreist oder fliegen müsst zum Anreisen,
holt euch in Deutschland Duschzeug, weil für das Duschgel, was ihr hier 1,50 € bezahlt, bezahlt ihr in anderen Ländern definitiv das Doppelte. So, okay. Kleines Bad gibt es natürlich auch noch. Der Lüfter ist etwas laut. Klein und fein reicht vollkommen aus. Also es gibt halt so ein paar Kleinigkeiten an dem Hotel, die sind ein bisschen, sagen wir mal, benutzt. Aber wie zum Beispiel die Lampe, das ist nicht so, ja, weiß ich nicht, nicht so schön. Aber das ist mir alles vollkommen egal. Also es ist ein durchschnittliches Hotel, solange das Bett sauber ist und die Dusche warm und das Bad auch sauber und geputzt, ist mir das alles vollkommen egal. Ich will hier nur schlafen und morgen früh dann direkt weiter zum Schiff, denn auf dem Schiff gibt es sowieso auch nicht mehr Luxus. Ja. Es ist der nächste Tag und ich bin mittlerweile in Kiel am Hafen angekommen. Und so sieht das hier aus. Hinter mir, also vor mir, steht das Schiff. Da will ich hin und da gehe ich rein. Jetzt beginnt erstmal das ganze Check-in-Prozedere, denn auch wir als Crew haben ein Check-in. Aber dazu erzähle ich dann gleich mal noch mehr. Dieses Kieler Hafenterminal ist einfach nur maximal verwirrend, wirklich. Aber es ist lustig, an den wartenden Gästen vorbeilaufen zu können, die noch nicht rein dürfen, und dann einfach vorbeizulaufen. Tut mir leid für den Sarkasmus, aber. Bis später. Check-in. Mama Mia. Ich bin am Schiff angekommen und ich bin jetzt in meiner Kabine. Das ganze Anmeldeprozedere hat jetzt locker 1,5 Stunden gedauert. Super anstrengend. Ich habe auch noch eine Ehrenrunde im Terminal draußen gedreht, weil der Eingang, den ich hatte, der war nicht für die Crew. Dann musste ich wieder runter. Hab da gestanden, dann die Dokumente ausfüllen. Jetzt ins Crew Office. Die Crew-ID-Karte holen. Jetzt bin ich endlich in meiner Kabine. Es ist jetzt, na komm, 11:18 Uhr. Ich werde jetzt, glaube ich, gleich mal gucken gehen, was mein Department oben macht und mich mal vorstellen gehen und Hallo sagen gehen. Übergangsweise habe ich eine kleine Kabine. Das letzte Mal habe ich euch ja die Manager-Kabine gezeigt. Heute zeige ich euch mal eine Single-Share-Kabine, also wo ihr reinkommt, wenn ihr eigentlich Erstfahrer seid, sagen wir es mal so. Also die Kabine ist klein, aber die gehört euch alleine. Das ist nämlich auch wieder so eine Frage, die ich sehr oft gefragt werde. Bist du allein auf einer Kabine? Also als Deutscher eigentlich, ja, bist du. Also das ist der Eingang zur Kabine. Das Bett müsst ihr ganz klassisch runterklappen am Abend. Darunter ist der Schreibtisch mit Schubladen, mit, das ist der Kühlschrank. Dann habt ihr hier das Waschbecken. Hier ist die Leiter fürs Bett. Da hinten ist der Kleiderschrank, ein großer Spiegel, die Lampe, und ich habe gerade gesehen, ich habe keine Kabinennachbarin. Oha, ich bin ausgesperrt. So muss ich erstmal aufmachen hier. Okay, Problem gelöst, Kabine geöffnet. Also, das hier ist das Bad, das winzig klein ist. Und die Dusche. Es ist winzig klein. Und du teilst es dir quasi mit der Kabine daneben. Ist jetzt abgeschlossen, aber ist ja klar. Und du bist aber hundertprozentig froh, auch wenn die Kabine klein ist, wenn der Tag stressig war und du am Abend hier einfach die Tür hinter dir zumachen kannst, ist das das beste Gefühl der Welt. So, okay, Anmeldekram erledigt. Dann gehe ich jetzt mal gucken, was meine Leute so machen, ob die im Büro sind. Ja, nachdem jetzt der ganze Schreibkram erledigt ist, war ich gerade auch schon die Uniform holen, denn das ist auch eine der Sachen, die als erstes gemacht werden müssen. Dann war ich noch in der Crew Miss Essen, habe ich das schon erzählt? Weiß ich gar nicht.
Wollte ich auf jeden Fall machen, habe ich getan. Dann muss ich jetzt gleich noch 14 Uhr zur Immigration in die Krumes. 16 Uhr ist das PDST, weil nicht nur die Gäste, die müssen vor dem ersten Ablegen ein Sicherheitstraining machen. Das müssen wir auch. Oh, ich bin ein bisschen außer Atem. Ich komme nämlich gerade rein vom Uniform holen und das sind ein paar Treppen. Ja, genau. Wir müssen auch ein Sicherheitstraining vor dem ersten Ablegen machen und das ist PDST, heißt Pre-Departure Safety Training und findet dann im Studio statt, weil heute eigentlich im Training Room, aber aufgrund dessen, dass heute einige angereist sind, ist das halt jetzt dementsprechend im Studio, weil das größer ist. Ja, das soweit heute. Mein Team habe ich immer noch nicht gefunden. Die sind alle irgendwo, aber nicht im Büro. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Jo, das ist neu. Hier haben wir ein Newsletter bekommen. Oh, da sieht man gleich mal, Captain ist Hilko. Den hatte ich auf der 4 auch schon. Und ganz hinten ist erstmal drauf, wo wir die nächsten Tage so sind. Das ist, wir sind am 7. Morgen sind wir dann in Bornholm, dann in Polen, Seetag, da wird dann auch die Hochzeit sein. Tallinn, Helsinki, Stockholm, Visby, Kopenhagen und dann wieder Kiel. So in etwa laufen alle Reisen jetzt ab. Geh auf und. Was ich auch ganz praktisch finde, ist jetzt so gerade für neue Crew, ist halt zum Beispiel die Öffnungszeiten von unseren ganzen Dingen, die wir an Bord haben, wie das Hospital Coffee Shop, Tailor, Laundry, Linenkeeper, Uniform Pickup und solche Sachen halt. Wie halt das Nametag getragen werden muss, dass nicht geraucht werden darf. Internet ist hier drin beschrieben. Und so ein bisschen die wichtigsten, okay, die wichtigsten Telefonnummern, die zeige ich jetzt einfach mal nicht. Ja. Das ist so relativ interessant, gerade da mal reinzukommen, weil dieser Newsletter ist mir auch neu, den kenne ich von vorher nicht. Es ist 13:19 Uhr. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zur Immigration. Aber mehr passiert dann heute auch nicht, außer dass wir das Handover machen. Ich muss nochmal mein Nametag wechseln gehen, weil die dann einen Fehler drauf gemacht haben. Und dann bin ich eigentlich an Bord angekommen. Also das ist so das ganze Prozedere, wenn man an Bord ankommt, was halt so gemacht wird oder gemacht werden muss. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Und dann, es kommen auf jeden Fall weitere Videos. Bleibt dran. Lasst gerne ein Abo da, weil uploaden werde ich nach wie vor relativ unregelmäßig, aufgrund dessen, dass ich an Bord nicht schneiden kann. Und dass das Internet an Bord auch natürlich nicht das Beste ist. Jeder kennt es, der hier schon mal an Bord war. Und ja, deswegen kann es sein, dass die Videos unregelmäßig kommen, aber um das nicht zu verpassen, lasst ein Abo da, denn dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich wieder etwas hochlade. So, habt noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video gerade schaut und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!